Es hat gedauert, bis Bowers & Wilkins in den Markt und portable Bluetooth-Speaker eingestiegen ist. Das vor allem, weil die britische High-End-Marke mit der Qualität der Audioübertragung bisher unzufrieden war. Mit aptX hat sich das aber geändert, sodass Musik jetzt auch in Hi-Fi-Qualität übertragen werden kann. Jetzt ist das erste Produkt in dem Bereich von Bowers & Wilkins erhältlich, der T7. Das Gewicht des Geräts ist mit 940 Gramm zwar hoch, aber ein notwendiges Übel, weil die qualitativ besten Audiokomponenten verwendet worden sind. Am Rand sieht man eine Art Bienenwabenmuster. Das ist zwar visuell auffallend, hat aber vor allem technische Gründe. Drin werkelt die sogenannte Mikromatrix-Technologie von B&W. Die reduziert Resonanzen im Gehäuse. Durch die Transparenz der Waben hebt sich der T7 aber auch deutlich von anderen Geräten ab. Der Gummirand dämpft Vibrationen vom Untergrund, sodass der Sound ungestört aus dem Speaker kommt. Der T7 funktioniert kabellos und der Akku soll bis zu 18 Stunden halten. Auf der Rückseite können Musikquellen aber auch über 3,5 mm Klinken angeschlossen werden. Bedienungselemente vom T7 sind auf der Oberseite. Pause, Lautstärkeregelung oder Songskippen ist alles möglich. Nach dem Einschalten oder dem Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät gibt der T7 ein akustisches Signal. So weiss man jederzeit, was das Gerät genau macht. Der T7 ist zwar klein, aber mit grosser Power. Von Audioqualität und der Verarbeitung her ein absolutes Top-Produkt. Das rechtfertigt auch den eher hohen Preis.